So, willkommen zum nächsten Part. Und zwar alles, was rund von außen angegriffen wird. Hier unterscheiden wir einmal Schwinger und Haken. Ja? Beim Haken beginnen wir, der Haken, ja, also vordere Haken, jetzt über die Kürhand haben wir auch ein bisschen mehr Bewegung noch in der Hüfte. Das heißt, wir haben grundsätzlich ein Ausklappen meines Ellbogengelenks und jetzt eine Rotation, ne, also Ausklappen und eine Rotation der Hüfte. Ja, ist, man sieht, der Haken ist recht kurz, sehr knapp, sehr knackig. Ja, optimalerweise haben wir bei Haken rechts oder links, ist dasselbe, beim Auftreffen 90 Grad im Ellbogengelenk, also von Oberarm zu Unterarm, beziehungsweise 90 Grad von Oberarm zu Torso. Ja? Das heißt, wir hätten das in Aufschlagfläche, ihr seht, ne, die Hüfte vorne ist eingedreht, hier haben wir 90 Grad Ellbogengelenk, beziehungsweise 90 Grad zwischen Oberarm und Torso. Ja? Das heißt, wenn wir schlagen über links, genau, haben wir diese Bewegung. Ja? Wir haben hier auch wieder einen Wechsel drin. Ja, das heißt, meine Schlaghand bei dem linken Haken wandert zurück zu meinem Kinn. Ja, ja, super. Jetzt haben wir die andere Seite. Wir haben ein bisschen mehr Rotation noch. Ja, das heißt, hier wechselt auch wieder, ja, vom dem Schutzgedanken die Führhand zurück zum Gesicht bzw. zum Kinn. Ja, mein Knie, mein hinteres Knie wandert wieder zum vorderen Knie. Ja, auch hier, wir haben Ausklappen des Ellbogengelenks, auch 90 Grad Unterarm zu Oberarm, beziehungsweise 90 Grad von Oberarm zu Torso. Ja, das heißt, wir haben diese Bewegung. Ja, ihr seht, die schützende Hand wandert zurück zum Kopf. Ja, das heißt, wir arbeiten Kopf. Ja, einmal, einmal auf. Auch hier können wir schön Kombinationen über die Geraden schlagen. Das heißt, wir schlagen einmal eine linke Gerade, ja, wir schlagen eine linke Gerade und kommen rechts jetzt über den Haken raus. Ja, einmal komplett, das heißt, wir haben 1, 2. Ja, also wir haben 1 und wir haben 2. Ja, viel Rotation, ja, also auch für die Trainer darauf achten, dass da viel Rotation drin ist, gerade im Luftbereich. Um die andere Seite jetzt zu trainieren, also den linken Haken, würde ich im Anfängerbereich, im Basic-Bereich wieder über zwei Geraden gehen. Ja, das heißt, wir haben 1, 2 und einmal der Haken von vorn. Das heißt, wir haben 1, wir haben 2 und wir haben 3. Ja, kann man relativ dynamisch durchführen. Ja, also 1, 2 und wir haben 3. Ja, schön dynamisch zum Durchführen. Als Übungsvariante kann ich hier natürlich auch mehrfach einen Haken schlagen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne den rechten Haken, ja, ein bisschen isolieren, würde ich jetzt mehrfach an 1, 2. Ja, oder bei links 1, 2. Ja, den mehrfach einschlagen. Von der Handhaltung. Ihr werdet zwei verschiedene Arten der Handhaltung meistens sehen, ganz oft auch gemischt miteinander. Das heißt, wir haben einmal eine liegende Faust bei dem Haken und wir haben einmal eine aufrechte Faust beim Haken. Euch wird auffallen, dass ich die liegende Faust eher schlage, wenn ich beim Haken ein bisschen mehr ausstelle. Das heißt, den Ellenbogen, wir sind noch nicht in dem Schwinger, sondern den Ellenbogen ein bisschen mehr ausstelle. Ja, dass ich da ein bisschen besser damit zurechtkomme, tatsächlich eine liegende Faust zu schlagen. Ja, beziehungsweise, wenn ich enger arbeite, tatsächlich eine aufrechte Faust. Ja, also eine aufrechte Faust muss man sich immer vorstellen, dann unterschreite ich ganz oft diese 90 Grad nochmal. Ja, und bin tatsächlich noch ein bisschen enger. Aufrechte Fäuste, da werden wir noch auf bei einem anderen Part drauf kommen, oder in einem anderen Video drauf kommen, hast man sehr häufig auch in einer Mischform oder in einer übertriebenen Form, jetzt noch bei einer aufrechten, also noch mehr eingedreht, ganz oft bei Treffern zum Torso. Ja, so, jetzt haben wir auch da die Möglichkeit, beides zu mischen. Zum Beispiel zu sagen, wenn ich rechts schlage, schlage ich einmal liegend und einmal aufrecht. Ja? Also einmal liegend, ich komme wieder zurück in unsere normale Auslage und einmal aufrecht. Kann ich relativ dynamisch schlagen, dass wir sagen, ja, aufrecht bitte, das ist dann 1 und dann 2. Ja? Das geht rechts sowie links, jetzt links, das heißt, wir haben einmal liegend, einmal aufrecht. Ja? Um das ein bisschen
ja, sagen wir mal, ein bisschen einzutrainieren. Vielleicht auch ein bisschen als Vorbereitung für die folgenden Körpertreffer, also den Haken, den Hook zum Körper durchzuführen. Auch da kann ich jetzt spielen, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme eine gerade, möchte dann eine liegende Faust geschlagen haben, dann eine aufrechte. Das heißt, wir haben eins, wir haben zwei und wir haben drei. Ja. Oder ich könnte das genau umdrehen, das heißt, ich würde jetzt einen Haken schlagen, ja, ob jetzt liegend oder aufrecht, und danach eine gerade, das heißt, komm rechts, eins und hier einmal links mit der geraden wieder raus. Das können wir jetzt modifizieren, wie ihr wollt. Wir können auch alles zusammen machen, das heißt, ich gehe erst mit der geraden raus, komme dann mit dem Haken, dann wieder mit der geraden. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, ja, auch das ist möglich.